Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich befinde mich hier immer noch gerade bei unserer Schweinezucht und haben ja beschlossen, die da auszulagern, weil das bei uns auf der Insel nicht besonders schön aussieht. Aber unser Schiff ist da angekommen. Und jetzt müssen wir mal segeln sie zum Leuchtturm. Ist irgendwas war da. Ich habe es bloß nicht ganz mitbekommen. Und hier haben wir auch wieder eine Aufgabe. Ein besonders lukrativer Auftrag. Ein besonders lukrativer Auftrag. Sehe ich aus wie eine Lieferantin. Wenn die wüssten, was für ein aufregendes Leben ich einst gelebt habe, würden sie mich niemals wie eine Bodin behandeln. Aber wenn ich meinen besten Kunden behalten will und wenn sie ihre Einkäufe zu ihrem Schiff geliefert haben wollen, na dann, okay. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Holen sie Katinas großzügigen Clipper ab. Okay. Segen Sie zu Matten. Da müssen wir mal gucken, was sind wir hier am Leuchtturm? Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht ist er der Lieferant. Okay. Das heißt. Mir gefällt, wie du deinen Laden im Griff hast. Moment. Haben wir noch ein Schiff zur Verfügung gerade? Komm mal her. Neue Befehle? Ja. Du fährst mal hier zu Madame Kahina. Du fährst mal dahin. Bruder, übernehmen! Jedes Schiff braucht ein festes Ruh. Ach, das ist gar nicht unser Schiff. Wo ist denn unser Schiff? Hä? Fortuna war uns nicht gewogen. Oh, oh. Oha, oha. Den Auftrag. Ah, da haben Niemand wir jetzt. Versorgt den Mörder von Madame Kahinas. Da haben wir jetzt absolut verkackt. Dem sollten wir nachgehen. Wir fahren da aber jetzt mal wieder hin. Irgendwie habe ich da gerade verkackt. Okay, wir fahren jetzt hier erstmal mit unserem Flaggschiff nochmal hin. Und. Hoffe ich mal, dass unser Schoner bald da ist. Okay, da müssen wir uns jetzt mal darum kümmern. Unsere Bilanz sieht zwar gerade nicht so toll aus. Ich muss mal geschwind unsere Handelsrouten anschauen. Okay. Heißt, wir bauen uns noch einen Schoner. Das ist im Moment die billigste Variante. Der Schoner ist auf dem Weg dahin. Und du auch. So, du wirst jetzt mal hier zum Leuchtturm fahren. Die Einheimischen sagen, dass das Handels... Ja. So, wir werden... Ein Erster. Halten Sie genügend Abstand. Okay, unbemerkt. Wir fahren jetzt hier erst nochmal kurz hier weg. Und werden hier dem Schiff unauffällig folgen. Und der soll uns ja zum Mörder unseres Vaters bringen. Unbemerkt. Okay, wir folgen ihm. Wo wird er hinfahren? Das machen wir mal weg hier. Wir müssen hier in dem Bereich wahrscheinlich bleiben. Da muss ich jetzt leider dranbleiben. Das hilft uns alles nichts. Wo wird der hinfahren? Bin ich ja mal gespannt. Alles klar, wir sind ihm weiter auf den Fersen. Unsere Bilanz. Ich
hoffe, wir könnten zur Insel mal ein paar Minuten alleine lassen. Ich möchte auf jeden Fall dem Schiff hier folgen. Es fährt in unbekannte Gebiete. Wir bleiben auf jeden Fall in Reichweite. Oh, oh, fahr. Bleib da drin. Nicht da rausfahren. Wo fährt der hin? Kleines Dankeschön für dich. Vielen Dank. Die Bente ist ja schon eine nette, ne? So. Weiter. Fahr. Komm, wir müssen dranbleiben. Es fährt hier in die Bucht rein. Vom Stapel gelaufen. Okay. Versenken Sie das Schiff vom Mörder Ihres Vaters. Brr, der üble Gestank eines Mörders. Lass ihn nicht entkommen. Da ist er, der Mörder unseres Vaters. Wirklich kurios. Ja, nehmen wir mal auf. So. Erledigt. So, wir laden das. Dieses Wrack muss einen Hinweis bergen. Irgendetwas. Okay, wir werden mal. Das müssen wir uns mal kurz hier machen. Bevor das Treibboot hier weg ist. Und dann kümmern wir uns um den anderen Hinter. Da war nichts. Jetzt bergen wir mal das hier. Auch nichts. Auch nichts. Es ist Vaters Tagebuch. Oh, wir haben das. Was steht dort geschrieben? Öffnen Sie das Tagebuch Ihres Vaters auf dem Schiff. Natürlich. Die Insel, wegen der er des Verrats beschuldigt wurde. Darum geht es. Wormans Gefängnis Lichtfeld durch die Gitter. Mit dem Tagesanbruch kommt die Erkenntnis. Prosperity wurde an die berüchtigten Rebellen Saramento verkauft und ich muss als letzter davon erfahren haben. Die Königin. Die Nation hat die Waffen ergriffen, weil das Juwel der neuen Welt verloren ist. Die Wachen, von denen ich alles erfahren habe, dachten, ich wollte sie zum Besten halten. Doch bin ich es, der hereingelegt und von Unbekannten um seine Insel gebracht wurde. Eigentlich können es nur jene Gestalten gewesen sein, die eines unheilvollen Tages zu mir kamen, maskiert und mit schauerlichen Symbolen bestickt. Sie drängten mich zum Verkauf, aber ich verwies sie des Hauses und wünschten ihnen einen guten Tag. Warwares Gefängnis, die dritte Nacht und leider nicht die letzte. Ich habe heute damit begonnen, Beweise für meine Verteidigung zu sammeln. Hannah war hier, auch wenn sie nicht lange bleiben durfte. Sie gibt mir die Hoffnung, dass ihr eine vollständige Begnadigung möglich ist. Jahre der Loyalität sprechen zu meinen Gunsten, aber allein die Vorstellung, ich könnte meine Königin betrogen haben, lastet schwer auf mir. Selbst wenn sich die finsteren Skandalwolken verziehen, die Zukunftsaussichten meiner Familien könnten sich für immer verdüstert haben. Okay. Zweifellos hielt Vater dieses Symbol für relevant. Wenn es jemand entschlüsseln kann, dann Madame Kahina. Madame Kahina. Okay, liefern Sie das Tagebuch Ihres Vaters zu Madame Kahinas Leuchtturm. Das machen wir. Shona steht bereit. Du musst wohin? Dahin. Alles klar. Du fährst mal dahin. Und in Zwischenzeit, wie die unterwegs sind, werden wir dem Shona mal hier ein Brot geben. Und zwar von hier. Nicht neutral, von hier. Du ladest nämlich hier ein. Warte mal.
Mag ich, ja? Spielstand gespeichert. Du ladest hier ein. Warte mal, stopp. Weg. Nochmal. Da ladest du ein. Und zwar die Schweine. Und fährst sie hier zu unserer Insel erstmal. Bis wir die Produktion rübergeschaut haben. Und das, nee, wir haben es nicht gemacht. Warte mal, stopp. Route einrichten. So, Handelsroute. Schiff zuweisen. Ach, Kacke. Wie hieß denn das Schiff jetzt? Nein, fortsetzen. So, die. Wir helfen, wo wir können. Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Die Ranken. So, du machst dich von hier aus mit Schweinen annehmen. Nach dahin. Es liegen noch so viele Abenteuer vor uns. Und lass das aus. So, und da lassen wir jetzt mal fahren. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Oh, eine Zerstörungsaufgabe. Und naja, Abmarsch. Nehmen wir mal an. Zwei Fregatten. Oha, das wird ein bisschen schwierig. So, wie sieht's da aus? Zwei Fregatten. Das heißt, wir werden uns vielleicht noch eine Fregatte bauen. Ja, wir bauen uns mal noch eine Fregatte. Und was wir jetzt schon mal machen werden, wir werden hier unsere Schweine zu. Du kannst mir nichts verheimlichen. So, wir müssen zu Madame Kahinas Tagebuch. Haben wir jetzt. Schnell und sauber. Ah, das war die eine Aufgabe, okay. Das ist die Windsbraut. Du fährst natürlich jetzt wieder zurück zu unserem Hafen, wie sich's gehört. Sind unterwegs. Und wir müssen zwei Fregatten zerstören. So, liefern Sie das Tagebuch ab. Ja, das Flaggschiff ist noch unterwegs. So, wir sind hier dabei, die Schweinezucht, was wir hier haben. Ruder übernehmen! Nein! Was war denn das jetzt? Ach, die war die Windsbraut. Ja, okay. Du kannst mal hier hinfahren. Was ist denn das? Schäferei. Die lassen wir mal, die Schäferei. Ein Feuer ist ausgebrochen. Hier ist die Schweinezucht. Die werden wir jetzt komplett hier wegmachen. Dann sieht das hier nämlich wieder anständiger aus. Das ist auch Schweinezucht. Kein Platz mehr frei. Ja. Weg mit dir. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. So, dann haben wir die schon mal weg. Die Attraktivität unserer Stadt wird sich hoffentlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ändern. So, Bankrotterklärung. Sitrit ist in der Miesen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gerichtsvollzieher kommen, um Möbel und Tapeten abzuholen. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Das müssen wir natürlich. Wir werden mal hier die Knappheit machen. Oder? Ja, wir machen mal die Knappheit. Und da gehen wir mal die Quest ab. Manchmal ist wenig. Das Zeichen der Euphoria. Das Auge der Sonne. Es verbrennt all jene, die es erblicken. Aha. Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass dein Vater von den Euphoriern heimgesucht wurde. Ein Todesurteil. Alles klar. Du magst ein furchtloses Kind sein. Doch geh nicht in die neue Welt. Stich nicht mitten ins Wespennest. Die neue Welt. Das Tagebuch allein reicht nicht aus, um Sir Archibald zu überzeugen. Aber es wird ihn zum Nachdenken anregen. Alles klar. Wir werden das Tagebuch zu Sir Archibald liefern. Eine Sensation! Oha, Samuel Goods Mörder entlarvt. Die Gutgeschwister spüren den Mörder ihres Vaters auf.
Ein Mann, der wohl kein Einzeltäter ist, da in der Tat Gerüchte über die Verbindung seiner eigentümlichen Sekte kursieren. Extrablatt war das. Alles klar. Wir fahren jetzt dahin. Wir können die Fregatten noch nicht zerstören, weil unser Flaggschiff ist unterwegs. Hier wird gerade eins gebaut. Wir bauen noch eins. Sie haben an Einfluss verloren. Und jetzt will ich mal schauen. Kurz, wir waren dabei, unsere Schweinerei hier aufzuräumen. Ich glaube nicht, dass wir hier auf der Insel... Doch, wir haben auf der Insel noch eine Schweinerei. Hier. Wann machen wir weiter? Gar nicht mehr. Ihr seid entlassen. Okay. Die Schweinerei ist mal aufgeräumt. Und ich hoffe mal, dass wir die... dass wir das schaffen, das hier darüber zu machen. So, wir werden jetzt... Oder brennt's? Ich muss jetzt hier mal... Warte mal, wir machen das folgendermaßen, dass es einigermaßen ein bisschen gleich aussieht. Wir brauchen hier eine Feuerwehr. Eine Feuerwehr. So. Und dann werden wir hier... Wir haben Holz und das alles. Eins. Wir machen, nee, stopp, wir machen das anders da. Mal gucken dahin. Die Straße hier machen wir noch mal weg. Und zwar auch mal hier die Straße entlang. Und dich werden wir dahin setzen. Eins. Immer drei Abstand. Zwei. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Die Waren stapeln sich hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, da werden wir mal eins versetzen. Da waren wir ein bisschen zu voreilig. So. Schönen Tag auch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ups, achso. So geht's weiter. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Gebäude wurden zum Raum der Flammen. Gebäude zerstört worden. Den müssen wir wieder aufräumen. Was haben Sie da im Schlepptau? Dieses Zeichen ist so. Also eine Morddrohung? Aber Ihre Majestät erhielt dasselbe. Auf einem schmucklosen Umschlag mit einem Stempel aus den Kolonien. Okay. Wir wissen immer noch nicht genau, wie Ihr Vater in all das verwickelt war. Doch ich fürchte, die Antwort liegt irgendwo im Westen. Ihr Vater verkaufte Prosperity an die Anführerin der Rebellen, Isabel Sarmento. Sarmentos letzter Aufenthaltsort ist alles, was wir kennen. Wir müssen die Expeditionsroute sehr sorgfältig planen. Alles klar, wir müssen wahrscheinlich... Ich habe da Pläne für neue Expeditionen. Eine Expedition. Okay, wir fahren jetzt hier erstmal zu unserem Hafen. Und dann werden wir uns... in der nächsten Folge dann mal anschauen, was für eine Expedition er für uns hat. Wir haben ja jetzt hier in dieser Welt, auf dieser Insel, da brauchen wir übrigens noch ein Handelshaus.
werden wir uns... Da, wo stellen wir es denn hin? Spielstand gespeichert. Wir stellen es mal hier hin. Vielleicht reicht es ja. Reicht das? Anscheinend nicht. Okay, wir versetzen es. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann ist hier die Straße. So. Okay. Kommst du nicht dahin oder was? Die Waffenruhe wurde beendet. Okay, jetzt müsste aber funktionieren. So, da haben wir dann einen, unser Schweinetransporter. Das gucken wir noch schnell. Da müssen wir mal noch gucken, dass der die ganzen Schweine hier rüber transportiert. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Aber jetzt. Jetzt. Okay, gut. Ja. Hier baut sich unsere Flotte auf. Das ist unser Silberstreif. Da werden wir in der nächsten Folge darum uns drum kümmern, damit die loslegen kann. Ich bin aber gewillt, dass man erstmal die werden wir noch auf Tour schicken. Und zwar fährt die auch dahin. Die ladet ein. Wolle. Die ist nur für Wolle zuständig. Und hier ladest du die Wolle aus. So. Wir gucken noch schnell. Wir haben genügend Arbeiter. Das ist doch nicht möglich. Segel setzen! Nein, nicht Segel setzen, du sollst fahren. Okay, wir machen folgendes. Das Lagerhaus kommt dahin. So, jetzt müssten sie eigentlich alle verbunden sein. Schön. Ah, gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal hier. Wir schauen uns mal hier unsere Schafproduktion an. Schiff vom Stapel gelaufen. Oder auch nicht. Dann sind wir hier bei unserer Ziegelei. Nein, wir gehen mal woanders dahin. Stopp. Wir gehen mal woanders dahin. Wir gehen hier zu unserer Schiffswerft. Genau. Zack. Da sind wir und da sind ja die Schiffe vom Stapel gelaufen worden. Können wir da? So, da können wir. Eigentlich wollte ich doch hier hin. Genau. So, und da sind unsere Schiffe. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.